Hallo zu einem neuen Zubehörvideo über Stoffschlösser. Was die können, das seht ihr jetzt hier. Ja, Stoffschlösser ist natürlich nicht ganz so, ja, ist vielleicht ein bisschen zu einfach ausgedrückt. Es geht um die Schlösser von Texlock. Textilschloss, könnte man vielleicht daraus ablesen. Textilschlösser in verschiedenen Längen mit drei verschiedenen Schließmechanismen. Ich zeige euch heute mal die verschiedenen Varianten, wie die so in sich funktionieren und was die können. Ich lege das jetzt mal hier runter. Zum einen gibt es das sogenannte Eyelet-Schloss. Eyelet heißt, ihr habt hier zwei unterschiedliche Enden. Ein ovales und ein rundes, und ihr habt dazu ein, ich nenne es jetzt mal Vorhängeschloss. Das wird dann logischerweise hier einfach verbunden. Ihr könnt euch jetzt hier mit dem Fahrrad irgendwo festmachen, irgendwo um Verkehrsschild drum machen und seid dann angeschlossen. Das ist die eine Variante. Der Hauptunterschied grundsätzlich ist, ich sagte es ja, es geht um Stoffschlösser. Hier ist keine Kette oder ein Kabel drin. Ihr hört das oder ihr hört es nicht. Das ist alles komplett aus Gewebelagen gemacht. Hier sind also ganz viele Schichten an Gewebe drin, die jede für sich auf eine andere Art auf den Angriff reagiert. Das eine Gewebe ist besser gegen Sägen. Das nächste Gewebe ist besser gegen Bolzenschneider, also gegen Klemmung. Dann gibt es das gegen Feuer, gegen Eis, was auch immer. Also es gibt verschiedene Lagen in diesem Schloss, die einfach das Schloss so sicher machen, wie ein AWOS-Schloss gibt, glaube ich, der Hersteller sogar an. Bordeaux 6000 zum Beispiel. Man wird also eine ganze Weile brauchen, bis man hier wirklich mit irgendeinem Angriffswerkzeug durch ist. Und der entscheidende Unterschied ist halt einfach diese Geräuschlosigkeit, kein kaltes Metall, kein dreckiges Metall, sondern Gewebe. Man kann das Ganze natürlich auch, jetzt ist es nicht ganz ausgezogen, sich umhängen und vorne zusammen machen. Dann hat man das wie so ein Schultergurt von der Tasche zum Beispiel dann um. Und der weitere Unterschied ist die Befestigungsart. Ich sagte es eben schon. Also zum einen einfach zusammen machen und dann irgendwo am Verkehrsschild. Oder jetzt zieht das Ganze hier durch, macht jetzt hier euer Rad irgendwo am Rahmen fest und nehmt jetzt das Vorhängeschloss und diesen runden Ring und macht euch an einem Gartenzaun fest oder irgendwas in der Art, weil ihr braucht mehr Strecke, weil da irgendein Hindernis dazwischen ist oder was auch immer. Also ihr habt einfach eine sehr, sehr hohe Flexibilität bei diesen Schlössern. Denn es gibt davon noch zwei andere Arten. Es gibt noch die Orbit-Version. Orbit heißt gleiche Gewebeaufbau, wieder verschiedene Farben, verschiedene Längen. Längen hatte ich, glaube ich, noch nicht gesagt. Gibt es also hier, in dem Fall ist es die M-Variante mit 120 cm. Dann gibt es das mit 80, ist vielleicht ein bisschen knapp. Es gibt sogar mit 160 cm. Da kann man auch zwei oder drei Fahrräder mit zusammen machen. Das entscheidet ihr. So, jetzt hat es eben schon angesprochen. Orbit ist das zweite Schloss. Da habe ich nicht diese Ringe, sondern ich habe das klassisch mit dem Zylinder, kann das hier oben zusammenstecken, also so wie das auch ein Abus oder ein Trelock kann, aber halt auch verbunden mit der Farbwahl und der Längenwahl. Und es gibt noch das Mate. Das Mate hat wiederum den Vorteil, ich kann es an jedes Rahmenschloss anbringen. Also wenn ich hier an einem Rad schon so ein sogenanntes Bäckerschloss habe, das sind die Schlösser, wo man sagt, da kann ich vom Bäcker mal eine Minute kurz parken, dann kann ich mit dem Mate hier hingehen und kann das Mate reinstecken. Ist kompatibel mit ungefähr 90% aller Schlösser von Trelock, von Abus, von AXA. Und kann dann mein normales Bäckerschloss ergänzen um diese Gewebetechnik. Und man muss auch sagen, das ist natürlich stylisch eine ganz andere Sache als so ein einfaches, schwarzes, langweiliges Schloss. Also von daher denke ich mal, eine schöne Art, sein Rad optisch aufzuwerten und natürlich auch noch was Leichtes und Schönes und Weiches in der Hand hier zu haben, was dann sehr, sehr flexibel ist. Der eben gezeigte kleine Bügel, das ist hier der U-Lock, also der kurze Bügel. Dann gibt es auch noch den X-Lock. Da ist der Bügel dann einfach viel, viel länger. Ihr habt noch ein bisschen mehr Platz. Oder ihr könntet sogar mit einem Schloss jetzt drei oder vier Texlock-Schlösser, also Bänder, Gewebebänder hier einhängen und könntet mit der Familie das Ganze dann, ja, ich sag mal, aufbauen und das Ganze aufweiten. Was kostet sowas? Das gibt es, wie ich es erwähnt hatte, in verschiedenen Längen. Also sind auch die Preise unterschiedlich. Startet so bei 119 Euro, 129 Euro und 139 Euro, je nach Länge und je nach Art. Das Mate ist ein bisschen günstiger.
Blende ich euch unten ein, könnt ihr bestellen oder natürlich auch bei uns direkt vor Ort holen, je nachdem, was wir dann gerade da haben. Und vor allem, was jetzt auch noch ganz, ganz wichtig ist, was ich noch gar nicht gesagt hatte, die sind ausgezeichnet einmal mit der ART-Norm oder dem Zertifikat von der ART. Das ist ART meines Wissens niederländische Zertifizierungsstelle. Die haben diese Schlösser getestet auf ihre Sicherheit. Und dann auch nochmal das Soul Secure, das kommt aus Großbritannien. Auch ein Standard, nachdem Schlösser getestet werden, wie man die aufbrechen kann, wie gut, wie lange das dauert. Und wir wissen, wenn ein Dieb ungefähr 3 Minuten braucht für so ein Schloss, in der Regel gibt er dann auf. Wenn so ein Schloss also 3 Minuten standhält, dann habt ihr ein sehr, sehr gutes Schloss. Bestätigt wird das Ganze zum Beispiel, wir haben ja auch die Endra bei uns im Stand. Also ihr könnt euer neues E-Bike oder auch euer gebrauchtes E-Bike bei uns hier versichern gegen Diebstahl zum Neuwert. Gegen Pannen, Unfälle, Sturz, also all das, was ihr auch selbst im Zweifel verursacht habt, das zahlen die alles. Und auch die haben zum Beispiel diese Schlösser freigegeben. Also von daher sieht man schon, das ist ein Qualitätsbeweis, wenn der Versicherung sagt, ja, die sind uns sicher genug, dass man da auch ein E-Bike für 3, 4, 5 oder auch 6.000 Euro mit anschließen kann. Alles in allem ein rundes Paket, ist ein deutsches Unternehmen, die kommen ja aus Leipzig. Und von daher ist es vielleicht ein Hauch teurer als ein normales Schloss jetzt von Abus, von Trelog in dieser Güte oder in diesem Aufbau. Aber man bezahlt natürlich auch hier die Entwicklung dieses Textilstandards und natürlich auch so ein bisschen die Optik mal mit, dass man ein bisschen was anderes bekommen kann. Müsst ihr entscheiden, ob euch der Aufschlag wert ist. Vom Schloss her kann ich es nur empfehlen. Link, hatte ich gesagt, ist unten drin oder bei uns vor Ort. Wenn es euch gefallen hat, schaut demnächst wieder rein, abonniert den Channel, drückt unten die Glocke und dann sehen wir uns demnächst wieder.